willkommen zum ersten Business-Tainment-Event. Ja, Sie haben richtig gehört. Business-Tainment-Event. Nicht mehr B2B Networking and Entertainment, sondern Business-Tainment Connect and Celebrate. Ein neues Konzept, ein ausgereiftes Konzept, was ich Ihnen heute vorstellen kann. Mein Name ist Julia Heck und ich freue mich sehr auf den Film. Film ab! Was erwarten Sie denn von heute Abend? Eine Menge Kontakte, gutes Essen, nette Getränke und nette Kollegen. Jeder spricht mit jedem und es ist einfach eine entspannte Situation mit einem tollen Essen und darauf freue ich mich schon tierisch. Ich habe ein Label, das heißt Atinka Ascenso, das ist ein T-Shirt-Label. Wir sind seit September erst auf dem Markt und heute werden wir es ein bisschen dem breiten Publikum nochmal vorstellen, um was es da geht. Ja, wir werden auf jeden Fall viel Spaß haben und uns amüsieren. Wird ein schöner Abend. Wieder nette Leute kennenlernen, um halt unser Einzugsgebiet, also das Kölner Gebiet, etwas zu intensivieren weiterhin. Sie wollen den Wein an die Menschen in Köln bringen? Ja klar, guten Wein natürlich. Kontakte knüpfen? Kontakte knüpfen, was dazugehört, wenn man zu einer Veranstaltung geht, die Nana organisiert. Ich bin erstmal froh, wenn mein Part vorbei ist. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Weiß ja nicht so genau, wer kommt, vor wem ich spreche. Und ja, ich freue mich auf gute Gespräche. Bin mal gespannt, wie Nana alles kennt und schaut schon ziemlich cool aus. Das sechste Mal, dass ich hier bin. Heute mal ohne eine Modenschau. Und heute habe ich meinen Stand hier. Of course, always good people, always the right person to get involved with and to get everything out. Networking, all around networking. Present our new song that we are producing now in the studio with all that featuring the Weather Girls. And yeah, I expect a good night. Ich wurde hier entdeckt von dem Scouter von Modelwerk und seitdem bin ich bei Modelwerk und mache Karriere als Model. Flavio Simonetti habe ich mir vorgenommen, noch zu sprechen. Sehr interessanter Mensch, habe ich gerade schon mit gesprochen. Sport ist ja auch so meine Leidenschaft und deswegen von ihm kann man bestimmt sich ein paar super Tipps abholen und sind ansonsten coole Leute hier. Freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, und man vor 3 Jahren ein Kaugummi auf den Markt gebracht, der nennt sich Kerrigan. Und der eigentlich auch mit ziemlich großem Erfolg, auch teilweise immer in Österreich vertreten, mal liefern mittlerweile nach Moskau. Zur Marke, ja, was soll man sagen, wir haben relativ frisch gegründet, ja, wir sind im September gestartet, ja, und jetzt gibt es nur eins, Vollgas und mit Blick nach vorne. Wir haben eigene Produkte, die natürlich sehr hochwertig sind und genau auf die Bedürfnisse der Frau angepasst sind. Das kann man auch auf der Homepage ja bei Paco dann direkt bestellen. Ich kenne den Nana schon ganz, ganz lange und ich wollte mal gucken, was der hier so treibt. Und ja, natürlich auch nette Leute zu treffen und ein bisschen zu netzwerken, vielleicht auch den einen oder anderen Partner zu finden. Ich freue mich auf die Gäste, ich freue mich auf die, also die Stimmung ist schon einmalig, wunderschön, wunderbar, herrlich, muss man sagen. Die Gäste, die Künstler, die performen werden und ich freue mich zu connecten einfach. Ja, erstmal schaue ich mir heute das erste Event in Deutschland an von Nana. Ich kenne das schon, aber in Cannes, wir waren in diesem Jahr im Sommer da. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Das hat er hervorragend gemacht. Ja, und jetzt hat er mich auch hierzu eingeladen und irgendwie hat es da nie geklappt. Und heute hat es geklappt und da freue ich mich richtig drauf. Also ich bin zum zweiten Mal hier und wenn Nana mich einlädt, komme ich gerne. Ich habe sehr interessante Menschen kennengelernt, auch beim letzten Mal. Und wir feiern hier und ja, ich bin glücklich, wenn ich immer hier bin. Man braucht immer Kontakte. Ohne Kontakt ist man verloren und deswegen komme ich zum Nana auf das B2B-Event. Ich war schon zweimal da, sind jedes Mal super Kontakte bei rumgekommen und freue mich auf den Abend hier heute Abend. Nana hat uns das ganze Jahr über recht oft begleitet, unter anderem auch halt nach New York. Bei der UNO hat er den Film für uns gedreht und da haben wir einfach gesehen, wie großartig das macht und deswegen haben wir nur aufgezeichnet und freuen uns sehr, dass er bei uns im Diplomatic Council auch sehr, sehr aktiv ist. Was erwarten Sie ganz persönlich? Tolle Stimmung einfach, aber ich bin sicher, dass die kommt. Da brauche ich bei Nana keine Sorgen machen. Von heute Abend erwarte ich einfach neue Leute kennenzulernen, vor allen Dingen eben meine Zielgruppe, nette Frauen, mich einfach mal vorzustellen. Ich habe das Unternehmen noch nicht so lange und sehe das jetzt eben als die perfekte Balance zwischen Work und Fun. Ich bin dann im redaktionellen Bereich tätig und ja, wir planen die Sendung übers Jahr verteilt und am Ende, ja, steht eine schöne Spendensumme auf der Uhr. Das ist dann mehr oder weniger unsere Arbeit. Offenbar viel Networking,
einen interessanten Turnaround. Viel Wechsel, viel neue Gesichter, viel interessanten Input. Erwarte von heute Abend viel Spaß, nette Begegnungen, Leute, die ich lange nicht mehr gesehen habe und natürlich Nana, den ich unwahrscheinlich gerne mag. Ich freue mich auf den heutigen Abend. Ja, wie gesagt, wir haben ja auch Freunde und Bekannte hier. Wir machen ein Produkt für Luxusuhren, sodass Menschen, die bereits eine Uhr besitzen, Smartwatch-Funktionalitäten in die Uhr integrieren können. Wir machen also smarte Uhrenarmbänder und werden heute erstmalig unseren Prototypen zeigen. Wir machen Mode im High-End-Bereich. Der Unterschied zwischen uns und den anderen Geschäften, die es so gibt und Concept Stores, ist, dass wir im Endeffekt so einkaufen, nicht wie das Fashion-Diktat ist, sondern dass wir userorientiert einkaufen. Das heißt, das, was uns selber gefallen würde, was wir tragen würden, kaufen wir ein und das verkaufen wir auch. Da kann man besser hinterstehen, als wenn von Top-Down von irgendeinem Buyer das vorgegeben wird. Und wir sind zuständig für Massagen, Therapien, Training, Coaching, betriebliche Gesundheitsförderung. Und wir machen heute Abend hier kostenfreie Stuhlmassagen für die Gäste, 4 Stunden lang. Meine Mitarbeiterin wird da alle verwöhnen. Ja, suche hier bei Nana natürlich Kontakte, um einfach mal auszutauschen und einfach Networking zu machen und ja, und einfach heute Abend Spaß zu haben. Und wir erwarten heute, wie immer, wenn Nana was veranstaltet, super gute Laune und tolle Stimmung. Heute Abend nette Leute, coole Party und um 12 Uhr einen schönen Geburtstagsgruß. Ich hoffe sehr viele Kontakte und ja, ich erwarte auf jeden Fall viel. Es ist ja immer spannend hier bei Nana, hier auf diesem Event bei B2B. Es ist immer lustig, spannend. Ach, ich freue mich einfach. Es ist heute das erste Mal. Ich bin eingeladen worden vom Nana und freue mich deswegen einfach auf einen coolen Abend, muss ich sagen. Neue Kontakte, einfach mal ein paar Netzwerke knüpfen, geschäftlich vielleicht irgendwo auch noch zusammenkommen. Kontakte schaden ja nie. Es ist was ganz Neues, also bislang so noch nie kennengelernt, deswegen sind wir mal gespannt, ne? Und mal schauen, aber ich sehe es positiv, man lernt wirklich so andere Menschen kennen, man wird ja schon fast dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, und insofern freuen wir uns beide sehr, sehr drauf. Doch. Ja, nette Kontakte hier in Köln hier, es gibt so viele nette Menschen, die ich ja schon kennengelernt habe auch. Und ja, schau mal, ich lasse mal, dann machst du mich ein bisschen überraschen. Ja, auf tolle Leute, connecten und tolle Stimmung. Und ich will auf jeden Fall wieder mal was Neues sehen, das werde ich bestimmt auch. Und ja, ich freue mich einfach. Das erste Mal, dass ich bei sowas bin. Ich habe auch gesehen, dass wir hier so Club, also so Tischkarten bekommen. Ja, das Prinzip ist, dass man die Tische wechselt. Hauptspeise Tisch 1, das heißt, ich werde heute Abend viele Kontakte knüpfen können. Ja. Ich habe normalerweise, glaube ich, nur 3 Visitenkarten dabei, aber gut. Hier kann man super netzwerken. Ich bin jetzt das zweite Mal hier und beim ersten Mal habe ich nur super Erfahrungen gemacht und das ist eine super tolle Plattform und ja, deswegen sind wir hier. Also ich bin einfach sehr neugierig, neue Menschen kennenzulernen. Ich habe gesehen auf unserem Tischkärtchen, dass wir ja nach jeder Speise den Tisch wechseln. Und das ist natürlich toll, um ganz viele neue Gesichter kennenzulernen und Gespräche zu führen. Ich bin sehr neugierig, weil ja wirklich Leute aus allen möglichen Branchen da sind. Deswegen einfach mal überraschen lassen und gucken, wer alles so unterwegs ist hier. Es ist wirklich atemberaubend, mit Blick auf den Rhein, mit einer Skyline, mit tollen Lichtern. Adventsdekoration, also man ist total hier von Anfang an sofort irgendwie spürbar weihnachtlich angekommen. B2B Events, B2B Networking and Entertainment ist natürlich so ein Name, den kann jeder haben. Ich habe Freunde, Bekannte, die mich kopiert haben. In Düsseldorf gibt es Menschen, die den Namen kopiert haben. Also das heißt ja eigentlich Respekt an die tolle Arbeit, die wir machen, mein Team. Aber ich will halt natürlich wie immer so einen eigenen Brand schaffen. Das war damals schon mit Filmriss so, das war dann mit Lifestyler TV so, Music Models Media in Diamonds. Also ich habe ja eigentlich immer so geschafft, Brands aufzubauen. Und B2B ist so ein bisschen in der Not geboren früher, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt was Neues machen. Ich will keine Clubbings mehr machen. Und deswegen ist der Name entstanden. Sind damit um die Welt geflogen, ja, Los Angeles, New York, Cannes, Brüssel, London. Überall war ich mit meinem besten Mann am Start. Da war auf einmal der Name da, aber Business-Tainment passt. Also Business, so ein bisschen dröge, ein bisschen ruhiger, ein bisschen konservativ. Und Entertainment? Ein bisschen Gas geben, so wie du es gerne machst. Ja, klar, klar. Ich meine, ich bin jung und es soll auch so bleiben. Und ich möchte nicht zu steif sein, weil die meisten Events sind ja oft so, ihr kennt das Zing. Ja, mein Name und sowas. Es soll immer so ein bisschen schon spannender sein. Deswegen Business-Tainment, neuer Name. Ich freue mich, hier eine Plattform geschaffen zu haben, wo ich Firmen vorstelle, Personen vorstelle, dabei Gutes tue. Letztens noch für Lamberts war ich unterwegs mit einer Flüchtlingsaktion und ich möchte in der Welt einfach versuchen, einen kleinen Beitrag mit
beizugeben, dass sie sagen kann, hey, das macht Spaß. Weil viele arbeiten nach Geld, Ruhm, das haben wir alle gehabt, mal mehr, mal weniger. Aber wenn du was schaffen kannst in der verrückten Welt, in der wir leben, die so schnell ist und auch teilweise so pervers, dann kannst du echt schon mehr als happy sein.